Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Es freut mich total, dass wir hier gemeinsam heute das Wochenorakel für nächste Woche legen. Und zwar vom 17. bis zum 23. Oktober. Ich möchte mich aber zunächst bei euch allen bedanken. Und zwar für die Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt. In verschiedener Art und Weise. Ich bin für jede Einzelne wirklich total dankbar. Und ich finde es großartig, dass ihr mir das so zeigt. Vielen, vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. So, ich lege für jeden Tag der nächsten Woche eine kleine Neunerlegung. Und zwar benutze ich dazu immer zwei Kipperkartendecks, zwei Lenormand-Kartendecks und zwei Tarot-Kartendecks. Das ist einmal jetzt hier das Licht- und Schattentarot aus dem Angelina Schulz Verlag. Dann habe ich aus dem Königsburg Orania Verlag das Ethereal Vision und die Kipperkarten. Dann von Patrick Scheller die Lenormand-Karten und das kann ich mir einfach nicht merken. The Burning Serpent Oracle von Place and Pollock und von Salich, die Kipper-Wahrsagekarten aus dem Windpferd Verlag. Und wir legen los. Wenn euch das Mischen zu lange dauert, dann bitte ich euch vorzuspulen. Für mich ist es ein Teil der Legung und der Lesung, weil ich die Karten auch ganz oft genau da liegen lasse, wo sie hinfallen. Es sei denn, mir kommt von oben rein, dass ich sie anders legen soll. Oder ich mache es intuitiv, dann ist es aber auch in Ordnung. So, ihr Lieben da oben, Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, dann bitte ich euch jetzt eine Karte rausfallen zu lassen. Die lasse ich eben da liegen. Wir haben hier den Montag, den Mittwoch, den Freitag und den Sonntag. Das hier ist das Ethereal Vision Tarot von Matt Hughes. Ich spreche immer von einer Frau, die auf einen Mann schaut. Wenn das bei euch anders ist, dann bitte ich euch, das so zu drehen. Es ist in jedem Fall so, dass der oder die, die hier zuschaut, immer die Frau ist, die Dame, aus deren Sicht ich rede. Das ist der Dienstag, der Donnerstag und der Samstag. Ja, die soll dann jetzt auch so da bleiben. Die Lenormand-Karten. Dankeschön. Das ist das, soll ich hier oben hinlegen? Das Burning Serpent Oracle. Dankeschön, ihr Lieben da oben. Hier hin. So, jetzt haben wir noch zweimal die Kipperkarten. Ja, da ist die Hauptperson aber in Kopflage gefallen. Wir schauen, was das alles zu bedeuten hat. Oh, die ist auch schon direkt rausgefallen, dann soll es auch so sein. So, ihr Lieben, es sieht wie immer chaotisch aus, aber seid sicher, dass es ergibt sich alles. Wir schauen rein in den 17. Nein, ich soll zuerst in das Thema der Woche schauen und dann mache ich das. Ach, Klarheit, die Sterne. Ach, das ist jetzt gerade, ich freue mich gerade so. Die Sterne sind die höchste Schutzkarte im Lenormand. Und sie geben Klarheit, sie zeigen etwas deutlich und sie sind schon so unfassbar lange am Himmel. Und dieses Unfassbar, das fühle ich jetzt auch gerade. Also, hier kommt Klarheit in dieser Woche. Wir schauen auf die Wahrnehmungsebene. Das ist diese ganze Reihe. Da haben wir
Die brennende Schlange. Ich möchte es einfach mal direkt so stehen lassen. Ich komme aber noch mal drauf zurück. Dann haben wir hier in der Herzebene der Todesfall. Das ist keine schlimme Karte, ihr Lieben. Seid sicher, mit Sicherheit. Und dann haben wir hier die Sieben der Schwerter in Schieflage. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es auch genauso fällt. Bei mir bedeutet aber Schieflage, dass etwas sich bewegt. Es ist in Arbeit. Das ist die normale Lage. Das heißt, die Karte steht genau dafür, wofür sie steht. Die Kopflage ist manchmal die Lage des Gegenteils. Es ist aber auch ganz oft, dass es an die Karte, die darüber ist, zugehörig ist. Aber sie ist in Schieflage gefallen. Hier ist etwas in Arbeit. Und darunter, und das seht ihr jetzt nicht, ist das Kreuz in dieser Lage gefallen. Hier wird Belastung aufgearbeitet. Die Sieben der Schwerter, das ist die Karte, dass hier nach dem Kampf aufgeräumt wird. Und seid sicher, ihr Lieben, es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Das spüre ich ganz deutlich, weil hier ist es so, dass einfach es jetzt zu Ende ist. Das will ich einfach mal alles so stehen lassen. Jetzt schauen wir mal in den Montag, in den 17. Was haben wir denn da in der Wahrnehmung? Wir haben die zwei der Schwerter. Das ist immer die Karte, dass man etwas nicht sieht. Die Schwertkarten sind die Gedankenkarten. Das heißt, du siehst hier. Na, warte. Dann haben wir die Sieben der Schwerter und wir haben den Einsiedler. Und die Sieben der Schwerter, das ist jemand, der sich hier wegstiehlt. Der stiehlt sich weg in der Dunkelheit mit einem Messer, die Kapuze hoch, damit er nicht erkannt wird. Wir haben von den Lenormand-Karten die Trompete, die Ruten, die für die Gespräche stehen und das Bienchen. Dann haben wir in den Kipperkarten die trüben Gedanken. Oh, es sind vier. Wir haben den reichen guten Herrn, wir haben Kummer und Widerwärtigkeiten und unverhofftes Geld. Und hier kommt jetzt noch diese Karte, die so quer gefallen ist. Und da haben wir den Ausgleich. Zentrale Karte sind die Gespräche. Und die Gespräche, die Routen, das sind manchmal auch Zwiegespräche, es sind aber auch Streitgespräche, können es auch sein. Und diese Streitgespräche, das sind die, die hier diese trüben Gedanken und Kummer und Widerwärtigkeiten ausmachen. Ich habe das Gefühl, dass dieser reiche, gute Herr einfach keine Lust mehr hat auf diese Streitgespräche. Genauso kommt es mir rein. Und er macht auch die Augen zu und er will sich wegstehlen. Der hat keine Lust mehr. Er möchte gerne in den Rückzug gehen. In den Rückzug. Und zwar hat er hier wirklich jetzt einfach auf diese Belastung, auf dieses. Ich habe das Gefühl, auch die Trompete, als wenn hier wie eine Mutter oder jemand steht, der immer ständig auf einen einredet. Einredet, einredet, immer in dieses rechte Ohr. Und das tut schon ganz weh und das ist schon ganz entzündet. Und genau so kommt es mir vor. Und so fühlt sich entweder, fühlst du dich so oder dein Gegenüber. Das ist eine Allgemeinerregung, deswegen kann ich das nicht sagen, ihr Lieben. Es ist auf jeden Fall so, dass er sich in den Rückzug begeben möchte. Er möchte wieder in seinen Ausgleich kommen. Und wir haben hier mit der liegenden Acht auch den Ausgleich. Und das unverhoffte Geld, das ist die Plötzlichkeit. Der möchte plötzlich wegfliegen. Er möchte plötzlich nicht mehr in diese Energie, dieses, als wenn die Trompete ihm wirklich ständig ins Ohr trompetet, du musst jetzt das machen, du musst jenes machen und das ist nicht gut und die Socken musst du anziehen und das musst du sagen und wieso hast du das gemacht und wie kannst du nur und. Genauso kommt es mir vor. Und er hat den Kopf, dem tut der Kopf weh. Und er möchte jetzt gehen. Er hat keine Lust mehr auf den Streit, auf die Belastung. Er möchte das gerne endlich abschließen. Er möchte, dass die Person, die so auf ihn einspricht, endlich Ruhe gibt. Weiß nicht, ob du das bist oder dein Gegenüber. Das kannst nur du sagen. Wir schauen auf den Dienstag.
den König der Kelche. Und mir kommt ganz deutlich rein, dass er den Absprung geschafft hat und dass er wieder in seine Energie kommt. Und hier haben wir ja auch den Buddha schon in Schieflage. Da haben wir die Sechs der Kelche, wir haben den Herrscher und wir haben den König der Münzen. Und hier haben wir den Buddha so drauf. Wir haben das Schiff, den Bär und den V. Hier haben wir die gute Dame. Wir haben unverhofftes Geld und zu hohen Ehren kommen. Ja, der ist geflüchtet. Der ist im wahrsten Sinne des Wortes, hat er sich hier auf dieses Schiff geflüchtet und kommt jetzt aus der Vergangenheit wieder in dein Leben. Und hier geht es nicht um das unverhoffte Geld, hier geht es um den Herrn. Und dieser Herr schaut auf die Dame und die Dame schaut auf den Herrn. Und die beiden kommen hier zu hohen Ehren. Und das hier ist die Ebene, wie geht es weiter? Und wir hatten hier mit der Ebene, wie geht es weiter, die trüben Gedanken, der reiche Herr, die Kummer und Widerwärtigkeiten und dieses unverhoffte Geld. Und das unverhoffte Geld haben wir ja hier auch nochmal. Und der geht auf den Dienstag. Und er hat hier seine Beherrschung mit dem Herrscher wiedergefunden. Er ist mit der Energie des Königs der Münzen und der König der Kelche wieder zu sich gekommen. Der Buddha heißt hier ist jemand hochspirituell und das ist in Bewegung. Er hat sich wiedergefunden. Genauso kommt es mir vor. Und mit dem Bären ist das auch das Alte. Der Bär steht ganz oft für das Alte und er steht auch für die Kraft. Und hier kommt eine alte Kraft wieder. Eine alte Kraft aus der Vergangenheit zeigt sich jetzt wieder. Und der hat wieder zu sich gefunden. Er ist wieder der Herrscher seines Lebens geworden. Das ist schön. Wir schauen auf den Mittwoch. Ja, da haben wir mit dem Ast der Schwerter die Chance, einen neuen Gedanken jetzt umzusetzen. Hier kommt etwas Neues, ein neuer Gedanke. Und interessant finde ich, dass wir hier mit dem König der Münzen und dem König der Kelche zwei Personen haben, die ein Business wirklich also gut vorantreiben, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen kann, aber in dem, was er tut, ist er gut. Zum einen, weil er hier diese Ruhe hat, dieses Königs der Münzen, der ist in seiner Stabilität, der weiß ganz genau, was er will und was er nicht will. Und als König der Kelche hat er die Emotionen dazu. Der ist, wenn er ein Chef ist, ein guter Chef, ein sehr guter Chef. Und der kriegt jetzt diese neuen Gedanken. Und diese neuen Gedanken, die eben ihn weiterbringen können. Irgendwie habe ich immer im Ohr, dass man weiterkommt, also dass es ihn weiterbringt. Wir haben mit dem Ritter der Münzen die drei der Schwerter und mit dem Pagen der Schwerter. So, also die Hauptperson ist so quergefallen. Hier haben wir die Einladung, das ist die. Hier geht einem das Licht auf. Und mit dem Pagen der Stäbe, der hat ja auch hier vier Leuchten in der Hand und dieses Buch. Das heißt, hier geht jemandem ein Licht auf. Dann haben wir hier das reiche Mädchen, wir haben das Wohnzimmer und die Zusammenkunft. Zentrale Karte ist dieses Licht, was aufgeht. Und das hat auch, das ist diese Verbindung zum Pagen, zum Ast der Schwerter. Hier ist es so, dass jemandem etwas auffällt, etwas klar wird. Etwas klar wird, aus dem Schmerz der drei der Schwerter zu kommen. Und zwar hier mit der Hauptperson, die er hier an diese beiden praktisch, und das sagte ich eben, die gehören zusammen. Diese Hauptperson mit der Nummer zwei, dann haben wir hier die Nummer drei und wir haben den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen verliert seine Münzen, aber das macht er bewusst. Der merkt das und der geht trotzdem weiter. Der ist gechillt. Und dieses Pferd folgt ihm. Und genau das habe ich hier. Das ist diese Energie. Von diesem Ritter der Münzen kommt diese Einladung. Und es kommt zu dieser Hauptperson. Und der Hauptperson geht jetzt dieses Licht auf.
Der Hauptperson zeigt sich jetzt diesen Schmerz. Und auch wie, und ihr seht, wie der Page der Schwerter also über dieses Schwert geht und somit von einem, na, wieso sagt er sich nicht, von einem jetzt, von einem Berg oder Hügel auf den anderen. Und das ist das Überbrücken, das Bezwingen dieser Blockade. Dieser Page der Schwerter, der geht von der einen Blockade auf die andere Blockade. Und es kommt hier zusammen in diesem Wohnzimmer ganz tief drin, was zusammengehört. Und das ist hier mit dieser Hauptperson eindeutig, auch dieses reiche Mädchen ist die gleiche Energie, dass hier einem ein Licht aufgeht. Dieses Ass der Schwerter, das gehört aber zu dem Ritter der Münzen, beziehungsweise hier zu dem König der Münzen, oder auch zu dem König der Kelche. Das Licht, was einem hier aufgeht, gehört zu der weiblichen Hauptperson, zu dir, die hier gegenüber geht. Du erkennst diesen Schmerz, du erkennst diese Blockade. Ich würde fast sagen, du erkennst ihn. Und jetzt habe ich hier eine Karte, naja, unterschlagen will ich nicht sagen, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Die haben einen Todesfall. Das ist auch hier, dieser Todesfall. Es ist nichts Schlimmes, ihr Lieben. Es heißt einfach nur, dass hier auf der Herzebene diese Blockaden, dieser Herzschmerz jetzt abgelöst wird. Und zwar einfach nur deswegen, weil man etwas erkennt. Das geht hier in den Verlust. Oh. Montag, Dienstag, Mittwoch. Jetzt gehen wir hier auf den Donnerstag. Oh, da sind auch vier Karten gefallen. Das ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Da haben wir die Königin der Schwerter. Wir haben die vier der Kelche, den Magier. Und wir haben die acht der Stäbe. Was mir ganz deutlich reinkommt, dieses Schwert, ich habe gesagt, das gehört zu dem König. Aber, und wir haben ja hier eine Allgemeinerlegung, das Ass der Schwerter ist das Schwert, was die Königin der Schwerter hier in der Hand hält. Dann haben wir mit der Hand den Schutz. Wir haben die Uhr und wir haben die kleine Katze. Dann ist es hier die Gerichtsperson, das große Glück und die Ehestandskarte. Zentrale Karte ist die Uhr. Und seht ihr, wie die Hand des Magiers, man könnte meinen, die Uhr hängt an seiner Hand. Seht ihr das? So, jetzt lege ich sie nochmal zurück und ihr schaut, wo die denn hinkommt. Es könnte sein, dass der Magier hier die Zeit in Händen hält. Und die Zeit ist die zentrale Karte dieser kleinen Legung und die Uhr steht. Ich höre, wenn die Uhr oder wenn eine Zeitkarte fällt in den Orakeln, dann höre ich die Uhr ticken. Geht sie schnell? Steht sie? Geht sie langsam? Geht sie rückwärts? Das höre ich auch. Und mit dem Acht der Stäbe haben wir hier schnelle Kommunikation. Und die kommt von dem Magier aus, ihr Lieben. Schnelle Kommunikation ins große Glück. Und es wird von oben geführt. Und mit der Ehestandskarte und der Katze heißt es einfach nur, dass hier man den anderen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, süß findet. Eine Katze ist süß. Diese weiße Katze, die so unschuldig da sitzt, die ist süß. Und diese Ehestandskarte heißt, du findest den anderen süß. Mit den vier der Kelchen und der Königin der Schwerter und gleichzeitig diese Hand hier unten drunter, das bedeutet, dass selbst wenn du jetzt in dieser Phase bist, und die vier der Kelche ist ja die Motzphase, du hast drei Kelche da stehen und der vierte wird dir von oben gereicht und du siehst den aber gar nicht. Hier ist es aber nicht die Energie des Motzens, sondern die Energie des Nichtsehens. Die drei der Kelche hier unten, drei der Kelche sind die Feierkarte. Und der eine Kelch ist das Ass der Kelche. Und das fällt jetzt sozusagen in die Hände, die von oben kommen. Hier unten drunter haben wir die Gerichtsperson. Die Gerichtsperson, das ist die Hand. Die Hand,
will sagen, die Hand Gottes ist das. Und die Königin der Schwerter und hier diese Person, die diese Kelche nicht sieht. Ich will nicht sagen, dass es ein und dasselbe ist. Auf jeden Fall fallen die beiden in diese Hand und von oben wird sich jetzt gekümmert. Es ist jetzt die Zeit, ins große Glück zu gehen, ihr Lieben. Das war der Donnerstag. Wir schauen auf den Freitag und da haben wir wieder eine Überschrift. Und das ist die kurze Krankheit, soll es mal so stehen lassen. Wir haben der Gehängte, das ist der Sichtwechsel. Dann haben wir die Herrscherin, wir hatten eben schon den Herrscher und wir haben die sieben Kelche. Die sieben Kelche ist die Karte, dass hier viele Möglichkeiten gibt. Manchmal ist es aber auch so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Das heißt, zu viele Möglichkeiten und man sieht nicht, was gemeint ist. Wir haben die Sonne, wir haben den Baum und wir haben den Mountain, Quatsch, den Berg. Dann haben wir das Gefängnis, wir haben seine Gedanken und wir haben das Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer hatten wir hier auch schon. Zentrale Karte ist hier die Heilung. Der Baum mit der Heilung. Und hier heilt die kurze Krankheit. Hier heilen die Blockaden. Durch diesen Sichtwechsel. Durch diesen Sichtwechsel, weil hier etwas Neues entsteht. Genauso kommt es mir rein. Und hier ist die Erde und hier ist die Sonne. Und die Erde tritt um die Sonne oder die Sonne tritt um die Erde. Es ist vollkommen egal, es ist hier ein Zusammenspiel von beidem und die gehören zusammen. Und das heilt hier. Und es geht hier um diesen Sichtwechsel. Und dieser Sichtwechsel ermöglicht dir andere Dinge, die schon einfach anders zu sehen. Und zwar viele Dinge. Und zwar Dinge, die du hier mit den sieben der Kelchen unter den Kelchen, die hier verkehrt herum sind, gar nicht sehen konntest. Hier ist bei dem einen eine Schlange, bei dem nächsten ist hier ein Flügel eines Drachen. Das heißt, du weißt aber nicht, was unter den anderen ist. Du kannst es nicht sehen. Und hier kommt, und jetzt komme ich nochmal auf unsere wundervolle Wochenenergie, hier kommt Klarheit rein. Und es kommen hier Dinge zusammen. Man sieht klar, was zusammenkommt. Und das passiert hier. Das passiert hier durch diese Heilung. Diese Heilung, das wird von oben geführt. Wir haben das schon mehrfach gehabt. Und diese Sonne, die ist so, sie ist so wundervoll, will ich fast sagen. Sie ist nicht zu kraftvoll, dass sie alles verbrennt. Aber sie zeigt alles, genau wie die Sterne, sie zeigt alles ganz deutlich. Und wir haben hier den Geistesblitz oder auch die Sonne, die hinter dem Kopf des Gehängten oder der Gehängten rauskommt. Hier kommt jetzt Klarheit rein. Hier haben wir das Gefängnis, seine Gedanken und das Wohnzimmer. Und seine Gedanken sind im Gefängnis. Seine Gedanken, die drehen sich wirklich nur um diese eine Sache, um diese eine Blockade. Und das ist aber jetzt etwas, was hier heilt, wo man sieht, das gehört einfach zusammen, wo man sieht, was hier klarkommt. Und dann hört diese kurze Krankheit, und die hat er, die hört auf. So, wir schauen auf den Samstag, ihr Lieben. Dann haben wir schon Wochenende. Da ist die Sonne. Wunderschön. Wir haben die sechs der Münzen, das ist der Ausgleich. Und wir haben die vier der Münzen, das ist die Klammerkarte. Der Storch, das ist die positive Veränderung, die Wege und das Schiff. Hier haben wir zu hohen Ehren kommen, die Erwartung und der gute Herr. Die Erwartung, genau wie die trüben Gedanken, das ist eine Karte, die uns immer und immer wieder begleitet. Hier kann ich aber sagen, zentrale Karte sind die Wege. Darüber sind die sechs der Münzen. Die sechs der Münzen ist der Ausgleich. Das heißt, du musst gar nicht mehr klammern. Das, was du bis jetzt festgehalten hast,
Das, was hier schon so lange unterwegs ist, was so lange in deinen Gedanken auch ist, das kannst du jetzt loslassen, weil der Ausgleich kommt. Ich will fast sagen, lehn dich zurück. Lehn dich zurück, lass die Sonne und lass die geistige Welt ihre Arbeit machen. Du gehst ganz automatisch in die positive Veränderung und du kommst ganz automatisch zu hohen Ehren. Du musst gar keine Erwartungen mehr haben. Lehn dich zurück, lass alles los. Lass es los. Und dann geht es schon. Es geht in die richtige Richtung. Es geht weiter mit dem Schiff, das ist auch diese Bewegungskarte. Hier geht es weiter, hier stockt nichts. Und mit dem guten Herrn, der schaut ja auch hier nach rechts. Es geht weiter. Mehr brauche ich auch an dem Samstag gar nicht zu sagen. Jetzt schauen wir mal noch auf den Sonntag. Hier haben wir den Ton, die Liebenden. Und die Sonne wieder. Und es ist wunderbar, dass die Sonne hier wirklich die letzte Karte jetzt ist. Also in der Wahrnehmungsebene. Da haben wir den Brief, wir haben die Mäuse und wir haben den Hund. Und zum Schluss haben wir in den Kipperkarten den guten Ausgang in der Liebe, das Haus und die Militärperson. Und ich gehe mal noch ein Stückchen rüber. Zentrale Karte ist die Angst. Die Angst, weil hier alles zusammenbricht. Die Angst, das Alte loszulassen. Und auch die Angst, dass es jetzt hier schnell geht, dass hier etwas schnell passiert und du stehst dann da und du musst Entscheidungen treffen. Du musst hier jetzt schnelle Entscheidungen treffen, weil du genau weißt, das ist deine Chance. Das ist das, wovon alle Kartenleger die ganze Zeit sprechen. Übrigens nicht nur die Kartenleger, auch die Astrologen, die sprechen genauso. Ich will nicht sagen, dass man das vergleicht. Astrologie ist ein Studiengang, um Gottes Willen. Aber die Energien sind die gleichen. Und die sagen genauso, dass hier durch eine Nachricht, seht ihr das? Das ist die Taube. Die eine Taube hat den Brief in der Hand und dann kommt eine zweite Taube dazu. Und darunter sitzt der Hund und das ist der gute Ausgang in der Liebe. Und wo haben wir den Hund noch? Wir haben den Hund hier. Wir haben den Hund unter der Sonne und über der Militärperson. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich sage es nochmal ganz deutlich. Du kannst da bleiben, wo du bist. Du kannst klammern. Das ist vollkommen in Ordnung, es ist deine Entscheidung. Aber du musst nicht klammern, weil es gut wird. Du kommst in die Klarheit. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Linie. Das, was die Umwege, vielleicht eine dritte Person, die immer wieder einen Keil hier reingeschossen, die so auf ihn eingeredet hat, das geht jetzt in den Verlust. Und er ist dabei aufzuräumen. Er ist dabei aufzuräumen und seine Blockaden zu erkennen und auch seine Blockaden aufzuräumen. Und hier haben wir ja auch schon den Ausgleich. Es ist nicht nötig, du musst keine Angst haben. Ich sage es dir nochmal ganz deutlich. Hier geht es um die Liebe. Hier geht es darum, dass zwei Liebenden zusammenkommen. Ja, es stürzt etwas ein. Ja, das Alte bleibt nicht, wie es war. Aber das soll es ja auch gar nicht. Das Alte soll ja einmal hier und wir haben hier den Todesfall, der ja auch so gefallen ist. Das heißt, es ist ja schon in Arbeit. Tatsächlich soll das Alte begraben werden. Du willst nicht das Neue, dein neues Leben auf dem Alten wieder beginnen. Wenn der Turm zusammenbricht, dann hast du die Steine der Vergangenheit, die Steine des Alten und du kannst auf dem Alten aufbauen, das ist etwas ganz anderes, wie das Alte mitzuschleppen in das Neue. Und dieser Fuchs, der freut sich schon drauf. Der Fuchs ist auch die Militärperson. Und du kannst es noch nicht erkennen, aber es kommt Klarheit rein. Und zwar wirklich deutlich. Und der Fuchs ist hier, dieser wundervolle Mensch, der König der Kelche und der König der Münzen. Und der Ritter der Münzen ist er hier. Und er ist mit der Militärperson jemand, der ganz genau weiß, was er will. Und der will dich. Der will hier zu dir nach Hause kommen. Der will mit dir die Liebe leben.
Ich soll noch mal von oben ganz deutlich sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Aber, und das auch noch mal deutlich, du kannst da bleiben, wo du jetzt bist. Es wird eine Entscheidungswoche. Das spüre ich, das sagen die Engel. Es wird eine Entscheidungswoche, in der du Entscheidungen treffen musst. Jetzt habt ihr hier mein Kabel gesehen. In der du Entscheidungen treffen musst, wie es denn weitergeht. Wie es mit dir weitergeht, mit ihm weitergeht, überhaupt weitergeht. Und du wirst eine Entscheidung treffen und das gibt nur ein Ja oder Nein. Bleibst du da, wo du bist? Oder entscheidest du dich für das Neue und dann bricht das Alte zusammen und es geht in den Verlust? Aber wenn du dich entscheidest, und das ist auch ganz deutlich, dann entscheide dich aus tiefstem Herzen dafür. Und jammere nicht nachher dem hinterher, was nicht mehr da ist. Aber sei wirklich darauf vorbereitet. Es kommt schnell und du siehst ganz schnell auf einmal klar. Und dann werden Entscheidungen von dir gefordert. Ihr Lieben, ich finde dieses Wochenorakel wirklich wundervoll, vor allen Dingen mit dieser Endkarte in der Wahrnehmung. Und in der Wahrnehmung heißt ja, dass es dir klar wird. Schreibt mir mal in den Kommentaren. Ich danke euch von Herzen. Macht's gut. Habt eine ganz zauberhafte Woche. Ciao.